Ja, Sebastian, endlich haben wir schönes Wetter, ne? Also herrlich ist heute. Deswegen, liebe Freunde, wir machen heute so eine Lachsröllchen, eine Spinat mit Fetafüllung und dann ich zeige euch, wie das geht. So Leute, dann geht das los. Dann fangen wir an, die Sache zuzubereiten. Und da machen wir heute so ein lecker Röllchen Lachs. Schneiden wir die Zwiebel, da tun wir so heute Frühlingszwiebeln, ne? Gute Füllung. Ja, lecker Frühlingszwiebel passt dazu, ne? Dann machen wir. Lecker im Sommer. Bitte? Immer lecker im Sommer. Ja, in Sommerzeit, Frühlingszwiebel ist ideal, ne? Also normalerweise kann jede Zeit kann man Frühlingszwiebel ein bisschen hacken, ne? Dann machen wir wieder eine schöne Füllung für unsere Lachsröllchen, Leute. Dann tun wir so mal ein bisschen Spinat, so Baby-Spinat haben wir geholt. So, den Spinat kann man so mal ein bisschen aufschneiden. So, lecker Baby-Spinat, Leute. Zum der Füllung ist sehr schön, interessant. Mit der Alter hier. So, du ist unsere Eule jetzt in der Pfanne. Unsere goldene Eule, Leute. Machen wir so mal ein bisschen. Und dann tun wir jetzt den Spinat und den Frühlingszwiebel auf die Pfanne. So, dann tun wir den Spinat auch rein. Jetzt. Wir verfeinern das jetzt kurz. Muss man ein bisschen. Und jetzt ist das die Pfefferminz, unsere Pfefferminz, Leute, Bio, Wildpfefferminz für unsere Garten. Ein bisschen Dill, ein bisschen Petersilie. Alle drei muss man zusammenhacken. Ja, die Kräuter, Leute, da machen wir schöne Lachs. So eine Lachsröllchen heute mit Feta auf griechische Art. Tun wir auch die Knoblauch rein, ne? Weil Spinat und Knoblauch und Feta, das passt nicht, ne? Das passt sehr gut dazu. Mal so ein bisschen. Schön drücken. Oh, schön, schau sie mal, Leute, hier. So, du ist auch so der Ablöscher, auch mit so kurzem bisschen Wein, ne? Der weiße, trockene Wein. Dazu. Da tun wir ein bisschen Pfeffer, gemahlene Pfeffer. Da tun wir ein bisschen Feta noch. Ja, das ist für unsere Füllung, ne? Das nicht zu warm machen, das ein bisschen so verfeinern, ist das reicht schon, ne? Und jetzt machen wir die Lachs und dann machen wir so eine Einrolle, ne? So, jetzt wir arbeiten mit den Lachs, ne? Schauen Sie mal hier, Leute, was für eine schöne Lachs haben wir bekommen von unserem vertrauten Fischmann. Schöne, frisch, lecker, ne? Der richtige Geruch alleine, der bringt Appetit. So, da muss man ein bisschen schneiden. Da schneidet man so das bisschen weg. Das fahren wir ein bisschen noch. So, da versuchen wir es jetzt zu filetieren. So, die ersten Stück so müssen wir abmachen. Und dann schneiden wir es einmal durch. Nicht ganz einfach, Kiriakos. Ja, ist nicht einfach, genau. Oh, was schauen wir schon.
Das sieht doch schon gut aus. Ja. So, da haben wir schon mal zwei schöne Stücke. Ja. So, liebe Leute, so muss man schneiden, so muss man schneiden, so muss man sein. Guck mal, dem was für eine Lachsrappe sie. So eine dünne Scheibe. So, liebe Freunde, da freue ich mich schon. Unser zweites Gewürz ist schon fertig. Wir haben es schon geschafft, ne? Das so mit viele Kräuter drehen, so mit Liebe gemacht, ne? Mit Farone. Das ist sehr gut zum Fische, passt zum alle Fische fast, zum Fischschutzen, zum Gewürde, zum so ein bisschen Traubensträuchchen, dann bringt er einen Geschmack. So muss man so reichlich, so ein bisschen so Traubensträuchchen. Das passt sehr gut zu den Fischen, so. Ein bisschen anreiben. Bestellen Sie mal, Leute, das schmeckt sehr lecker. Müssen Sie mal probieren. Da überrasche ich euch mit den Gewürzen. Da werden Sie zufrieden, ne? Das ist meine Erfahrung, die Gewürze, mit Kräuter. Ja, jetzt sind wir zu weit, liebe Leute. Da machen Sie unsere Füllung drauf. Was haben wir gemacht? Mit Spinat, mit Käse, mit dem Wein haben wir abgelöscht, mit Knoblauch, alles schön. Da tun wir so mal die Füllung drauf. Ja, Mama, so was ja so eine. So eine Lachsrollchen heute mit Feta, das ist so lecker aus. Da trinken wir später so ein Glas Wein dazu. Weißwein haben wir. Weißwein, oder? Ja, mit Weißwein. Ne? So, da tue ich auch so ein bisschen extra scharf Käse dazu drauf, so. So, liebe Leute. So machen wir das. Da rollen wir schon alles. Oh, lecker. Sehr lecker. Ja, so lecker Lachs, Rolletchen mit Spinat und Schafkäse. Habe ich auch noch nie gesehen mit frischem Lachs. Ist immer sonst so Räucherlachs oder sowas. Ja, ne? Genau. Ja, geht auch mit Frische, ja. So, und da tun wir so ein paar Standstöcher, so, da tun wir so, dann ist diese Feste gehalten, noch ein bisschen nicht so auseinanderfällt. Kurz braten, da hält das wie die Roulade, ne? So, jetzt mal wieder ein bisschen Öl, unsere Pfanne wieder. Und da tun wir unsere Lachsrollchen ein bisschen kurz anbraten. Da muss man so ganz kurz anbraten nur. Und dann muss man wieder verarbeiten. So, liebe Leute, unsere Rollchen sind schon langsam fertig. Da holen wir wieder raus und dann machen wir so die Soße, eine schöne leckere Soße mache ich für euch. So, da holen wir jetzt wieder raus. So, unsere leckere Lachsrollchen, Leute. Da riecht die ganze Gegend hier am Fisch. Ne, Sebastian? Ja. Ja, ne? Was machen wir wieder für unsere Freunde? So lecker, was Besonderes essen heute. Ja, das ist ein neues Rezept, oder? Genau, ja, unser neues Rezept. Unsere neue Gewürze, Kräutergewürze. Liebe Leute, ich möchte uns meine Erfahrung mit euch teilen. Und jetzt machen wir die Soße für unsere Lachsrollchen, Leute. Da muss man wieder so eine Zwiebel hacken, wieder schneiden. Bisschen Frühlingszwiebel dazu. Ne? Machen wir wieder eine leckere Soße. Weil die Lachsrollchen, die braucht so eine Soße dafür. Ne? Dann machen wir so die Reste Spinat rein. Auch muss man so hacken. Muss schön schneiden. Dann kriegt schon mal ein bisschen Butter. Ist schon geschmelzt, geht so mal. Und da tun wir so mal die Kräuter, die Zwiebeln. Oh, da machen wir so lecker schon wieder. Sebastian, schau dir mal. Ne? Da tun wir ein bisschen Wein. Jetzt auch durch auch die Sahne. Oh.
Wasser muss man langsam garen, ne? Langsam kochen. So, die hat die Lachsrollchen, dann machen wir so heute also mit Spargel, grüne Spargel, ein paar Kartoffeln dazu. Die Holzige so unten, so muss man ein bisschen abschneiden. Dann nehmen wir nur die oberste, die frische, weiche. So, ne? Da tun wir auch so rein hier. In die Soße hier. Das zusammen auch kochen ein bisschen. Okay, Jakob, das riecht aber schon richtig gut, auch nach dem Wein und so. Ja, Mann, ne? Da wirklich schon, ja. Riecht ja fantastisch. Da merkt man schon. So, jetzt tue ich auch so unsere neue Gewürze auch rein, zum der Soße. Brauchen wir das auch, schauen Sie mal, was eine Gewürze habe ich gemacht, Leute. Ne, da tun wir so mal reichlich noch drauf. Da machen wir eine Soße mit diesen Gewürzen. Muss ich sie mal bestellen und probieren Sie mal, Leute, diese Gewürze. So, trotzdem tue ich so mal ein bisschen Salz dazu, ne? Weil die Spargel, die Soße, die braucht mal ein bisschen Salz noch. Die Feta ist salziger, aufpassen, nicht so viele. Gemahlene Pfeffer sowieso. Ein bisschen gemahlene Pfeffer. So mal reichlich auch. Und natürlich auch die Reste Käse. Die Feta auch rein in die Soße, der bindet auch so, der macht so eine cremige, lecker Feta-Genuss. Genau. You know? So, Leute. Oh, was machen wir wieder für eine Soße, Sebastian? Sehr schön. Oh, la la. So, Leute, haben wir alles reingetan. Feta, Käse, Spargel, unsere Gewürze, Fischgewürze. Ne, da muss man jetzt gar langsam. So, jetzt muss man die Lachsrollchen wieder in die Soße rein. Auch muss man kurz rein, bevor sie so mal rein tun. Ne? Das sind so empfindliche. Das sind keine Rinderrollade, das sind so Lachsrollade, Leute. Da machen wir wieder was Neues, schöne Sache. So, Leute, so langsam garen, ne? So vorsichtig, ne? Oh, das schöne Lachsrollade heute mit Spargel. Das ist eine Kombination. Dann probieren wir gleich. Und jetzt ein bisschen frische Dill drauf zum Schluss, ne? Das bringt so auch einen Geschmack, frische gehackene Dill. Mal schön. So, ein bisschen sind wir drauf. Da sind wir soweit, Leute. Ein bisschen Zitrone auch noch, die Säure, wissen Sie so? Zum Fisch passen immer Zitrone. Ein bisschen Zitrone da, oh, lecker, die Zitronensäure, Leute. Das macht der Fischroulade sehr lecker. So, da haben wir alles getan, ne? Da holen wir gleich raus und genießen wir da, Leute. Da haben wir so, da sind wir soweit, da holen wir die Lachsrollchen jetzt raus. Oh Mann, oh Mann, was haben wir gemacht? So, unsere Lachsrollchen, Leute, schauen Sie mal, so ein Spargel dazu. Ist das Jahreszeit jetzt, Spargel zu messen. So, da habe ich auch ein paar Kartoffeln so reingetan, da tue ich noch mal ein bisschen mehr Spargel drauf. Und da tun wir so mal ein bisschen Soße, unsere leckere Soße, Leute, hier so. So, liebe Freunde, ist alles schon geschafft, ne? So ein bisschen Zitrone noch dazu. Ne, die Zitronensäure passt zum Lachs, ne, Rollchen. Oh, da probieren wir was auch gemacht. Jetzt ist, ich bin auch selber neugierig, ich probiere es mal. Probieren. Oh, lecker! Ja, was war das bei dir? Oh Mann! Das ist ein Genuss mit der Zitrone zum Schluss drauf. Immer tue ich es drauf, Leute, das schmeckt vor. Das schmeckt dann los, wenn man alleine das Lachs, das Fleisch und Weiß. Die Soße mit den Kräutern, mit den ganzen, alle diese Kombinationen.
das war's mal heute. Ja, Sas, abonnieren Sie mal bitte, kommentieren Sie uns, ne? Wir sehen uns demnächst wieder. Wiedersehen. Was hast du gemacht? Hallo, komm, Sebastian. Guck uns mal, was haben wir gemacht hier so. Der Lachs. Da, machen wir mal auf. Ne, schau mal, was haben wir gemacht. Schöne Rolle, ne? Schönes Stückchen, ne? Ich probier direkt. Probier mal, da fliegst du aus vom Geschmack. Ich liebe Lachs. Ich liebe Lachs wirklich. Ich auch, ja. Lachs ist toll. Die Kombination hier, weißt du, die ganze. Boah. Und der Zitrone auch, ne? Die Säure. Zitrone. Und dann diese. Boah. Ich glaube, in deinem Gewürz ist ja auch. Ich weiß es, da ist ja auch ein bisschen Zitronenschale drin und sowas, ne? Das Gewürz, das spielt auch eine große Rolle, weil es mit Kräuter und so, gute Kombination, passt ideal zu solchen Sachen, weißt du? Boah. Und der Feta passt auch sehr gut. Der Feta mit Spinat, mit dem Wein, mit dem Knoblauch, mit den Kräutern. Ja. Das ist eine super Kombination. Das ist so lecker. Aber war schwierig, die Röhrchen zu machen. Habe ich gesehen. Das ist halt frischer Lachs, ne? Da müssen die Leute, muss man schon aufpassen, aber du hast es hinbekommen. Ja. Ich kenne sowas sonst nur mit so Räucherlachs oder sowas. Mit frischem ist viel besser, aber. Mit geräucherten Lachs kann man so besser rollen. Ja, genau. Da sind so fertige geschnitten und so. Ja. Weil so selber zu schneiden, das ist nicht so einfach. So eine. Ja. Musst du gute Messer haben und so, ne? Ja, du hast ja hinbekommen, aber trotzdem muss man zu Hause muss man da aufpassen. Das haben wir geschafft, schwer. Ne? Neues Rezept. Neues Rezept, genau. Mm. Und besonders der Gewürze. So. Mm. Das ist der. Ja, man schmeckt das schon deutlich, ne? Also das ist Klasse, ja, das ist der. Klasse. Genau. Ja, das ist echt cool. Ich liebe deine Mischung, die du da alles machst. Ich ja, meine, das ist du ja, machst ne? ja alles hier, du machst ja alles selber. Also, ja, das ne? ist ja hier. Das ist der Wahnsinn. Könnte ich gar nicht. Mann. Mmh, so lecker. Und die Soße. Die Soße und die Kartoffel kann man auch mal probieren. Kartoffel ne? schon auch. Schön, ja. Und der Spargel auch, ne? Ich liebe auch grünen Spargel. Mag ich eigentlich lieber als den. Grüne Spargel, auch so. Mag ich eigentlich sogar lieber als den weißen. Das ist sowas Tolles. Ja, aber da kommen ja noch viele Sachen jetzt im Sommer von dir, ne? Wir, oh, haben, wir ja. haben ja doch einige Expeditionen, sag ich mal, geplant. Ja, dann machen wir schon, ja. Schon interessante Sachen. Ja, machen wir die nächsten mehrere Fischgerichte jetzt, besonders bei der Sommerzeit. Ja, und grillen. Jetzt geht's los mit dem Grillen, ne? Da müssen wir viel, grillen. Genau. Toll, sehr, sehr lecker. So, sollen wir mal Tschüss sagen? Und dann essen wir die ganze, alles mal, auf noch. So viel und so, boah, so lecker. Mhm. Und Feta und alles. Ja, Sebastian. Danke schön für den Besuch. Ja. Wir sehen die nächste wieder mit neuen Sachen. Genau. Tschüss, schönen Tag noch. Ciao. So, bitteschön, liebe Freundin. Ja, Sas, kalisas mera.